wir malen an dem hier und ich weiß noch gar nicht, was ich so genau mit dem möchte. Aber ich glaube, ich möchte ihn auch nur teilkolorieren. Vielleicht machen wir nur den Pulli und die Zigarette und den Pulli bunt. Oder die Zigarette und die Zeitung. Weiß ich noch nicht. Jetzt machen wir aber erstmal ganz vorsichtig den Fineliner kaputt. Ich will Gisela nicht erschrecken, sonst hätte ich es weggeworfen. Die Gisela habe ich heute erschreckt. Die Arme. Ich war nämlich. Also es muss schon wirklich viel passieren, damit ich sauer über Sachen werde, sodass die mich aus der Haut fahren lassen. Heute ist aber was passiert, es hat mich unglaublich aus der Haut fahren lassen. Und da habe ich so einen Urschrei losgelassen. Ich würde dann niemandem wehtun oder sowas. Ne? Ich muss dann einfach kurz aufbrüllen, so einmal im Jahr oder sowas ist das. Und die geht da vor im Raum. Die hat so große Augen gekriegt, die arme Sau. Ich habe ein Haar eingeatmet. Ja, die hat riesige Augen gekriegt, das arme Häschen. Das tat mir richtig leid. Naja. Es geht ihr gut. Sie weiß, dass ich sie liebe, aber sowas hat sie halt von mir noch nicht gehört. Ich denke, das wird so das Ding gewesen sein. Ah, so. Das hier, ich weiß gar nicht, warum ich immer mit so, wenn ich ohnehin dicke Sachen malen will, ne, dann nehme ich mir ganz oft viel zu dünne Stifte dafür, obwohl ich es mir leichter machen könnte. So, naja, das ist nicht so schlimm, das können wir kaschieren. Ah, die Zeitung, ja. Ich denke, die Zeitung kann man ein bisschen bunt machen. Das wird gehen. Dann fangen wir doch mal ganz vorsichtig bei der Zeitung an. Ich habe diese weiß verloren. Dann sind die Seiten von der Zeitung eben nicht weiß. Pech, Zeitung, Pech. Die Seiten von dir sind ab sofort hellblau mit einer anderen Schrift. So, natürlich ist nicht alles hellblau an so einer Zeitung. Da wurde auch eine Anzeige geschaltet. Und die hat selbstverständlich eine andere Farbe. So. Ah, hier müssen wir aufpassen. Hier ist ja die Seite aufgekrumpelt. So. Der Spiegel ist es, der so einen roten Rand drumherum hat, ne? An dem orientieren wir uns so ein bisschen. Roter Rand, so. Ich weiß nicht, warum der rote Rand auch die Falten schlägt, aber gut, jetzt macht das. Macht er halt. Was sollen wir tun? Muss auch mal flexibel bleiben. So. Naja. Oh, und die Gabi reist bald an. Giselas Freundin. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ein bisschen sehr. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich werde das gut meistern. Aber wie alles sind es schaffbare Herausforderungen. Ja, ich hätte hier auch einfach warten können, bis es trocken ist, oder? Was ist denn heute mit diesen Grimassen los? Unnötige Grimassenschneiderei einfach. So.
glaube, wir müssten jetzt schon über die Folge 150 drüber sein. Ich liebe das ja, meine Scheibe ist ja verspiegelt, ne? Also da ist so eine Goldfolie. Sonst, wenn ich die 10 Minuten mache, dann sehe ich das riesige, die riesige Fensterfront vom Studio nicht. Und von diesem Arbeitsplatz hier aus kann ich das aber sehen. Und es ist immer so schön, wie sehr die Leute sich selbst genießen in meiner Schaufensterscheibe. Also in der Fensterfront. Schaufenster ist es nicht. Ist ja, es sind ja keine Produkte drin. Gerade im Moment stehen hier so Pflänzchen. Also Pflänzchen. Die stehen da. Ja. Naja, ich sehe das auf jeden Fall gern, wenn die dann hier vorbei huschen. Da ist eine Zei. Zeithuhn. Zeithuhn ist auch toll. Da stimmt hier mal ein Fahrrad. Da war ein Männchen. So, hier auch. Ja, ich glaube, das gefällt mir gut. Da mag ich auch sehr. Wie sich die Falten schlagen und so. Natürlich für euch vielleicht ein bisschen langweilig, weil ihr das ja quasi schon mal gesehen habt. Wie ich die. Jetzt bin ich abgelenkt von den Passanten, ne? Aber jetzt finde ich sie auch interessant. Aber die Zigarette können wir ein bisschen anfangen. Die können wir ein bisschen ansetzen. Da. Na doch, kann man hier mitmachen. Ey, ich habe gestern so eine Doku auf ARD, also ARD Mediathek gucke ich immer, so eine Doku gesehen über so Tierhändler, die dann Hunde Qual züchten in der, ich bin so dumm, in der Tschechei und so, boah, das war richtig übel. Kann ich das auflösen mit irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, um das Problem kümmern wir uns dann. War ich nicht aufmerksam. Tja. So kann's gehen. Das geht ja nur bis hierhin, der Filter. Nur bis dahin. Bin dann noch zum Spielen verabredet. Die hätte nie gedacht, dass ich mal so Dinge mache. Die Gisela hat dann ein Playdate im Regen. So toll. Aber die hat halt so eine süße Freundin. Die heißt Lilo. Die Mutter ist auch ganz zauberhaft.
sehr, sehr liebe Frau. So. Ach so, der Wecker ist ja ausgegangen, ne? Mann, 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 Mann. Ach, wenn man das hier so im Vergleich sieht, dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm. Wenn wir da ein bisschen mit Weiß drüber gehen, dann passt das voll. Also hier über den zigarettigen Teil quasi. So. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Welche Materialien ich benutzt habe, seht ihr unter dem Video. Der Yoshi schreibt es rein. Ich kann gerade noch nicht aufhören, Sekunde. Naja, aber ich glaube, so die Mischung aus wenig farbigen Elementen, die macht mir immer mehr Spaß. Ne? Okay, komm, das machen wir noch. Ist halt anlässlich des XY-sten Videos ein bisschen mehr heute. So, ein bisschen abgerieben, ein bisschen ausgeraut. Na gut, jetzt aber wirklich. Tschüss. Jetzt reicht es mir. Ciao.